Hallo Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit 100% garantiert keimfreien Chicken Nuggets. Ohne Chicken, muss ich dazu sagen, denn diese Chicken Nuggets sind süß. Es klingt verrückt, aber hier ist auch schon die Erklärung: 100% Schaumzucker. Das ist wohl eines der beklopptesten und verrücktesten Süßigkeitenprodukte, die ich je gesehen habe. Mal abgesehen vom süßen Sushi, was es gibt, oder der süßen Pizza, sind diese Chicken Nuggets wirklich total crazy. Und jetzt schaut euch die mal an. Die sehen auch noch aus wie Nuggets. Geil, oder? Schaut mal, ich raste aus. Also es ist allein optisch wirklich kein Unterschied zum Original abgefahren. Ich habe mir den Steffen hier aus Köln mitgebracht. Dafür nochmal vielen lieben Dank. Er hat die von einer Arbeitskollegin. Und ich glaube, diese Chicken Nuggets bekommt ihr im Real, im Globus, in jedem größeren Supermarkt. In ausgewählten Supermärkten, wie man so schön sagt. Die müssen, glaube ich, groß sein, weil nicht jeder traut sich, so geile, verrückte Sachen zu verkaufen. Und schaut mal, sogar eine wiederverschließbare Tüte. Das ist ja mal richtig crazy, muss ich sagen. Deswegen, weil ich die vom Steffen geschenkt bekommen habe. Ich weiß nicht, wie teuer die waren, ihr Lieben, aber ich kann euch gleich sagen, wie sie schmecken. Und zum Thema keimfrei, ja, ich habe auch diesen schrecklichen Ökotest gelesen. Habt ihr Ökotest gelesen diese Woche? Da waren, oder letzte Woche schon, ein Skandal um Chicken McNuggets. Egal ob Burger King, McDonald's, im Discounter, alle Nuggets waren schlichtweg keimverseucht. Und dass sie nicht gesund sind, wusste ich schon vorher. Aber da war so viel Müll drin, dass selbst dem Junkfood, selbst mir der Appetit vergangen ist. Ich mache erstmal jetzt eine kleine Nugget-Diät, bis es endlich wieder vernünftige Nuggets gibt. Es gab nur einen Hersteller, der war irgendwie Bio-Öko hoch 10, der hat dann befriedigt bekommen. Viele Nuggets waren bei Ökotest ungenügend. Und es gab wirklich keinen, den ich jetzt empfehlen kann. Deswegen sage ich so echt so, boah, Horror. Deswegen greife ich jetzt mal auf die süßen Nuggets zu, ohne Hähnchen natürlich, bestehend aus Schaumzucker. Das ist ein schwacher Trost in dieser schweren Zeit, weil Nuggets lieben wir alle. Ich hoffe, die Hersteller bekommen es wieder in den Griff und versorgen uns mit vernünftigen Nuggets. Ich meine, wie scheiße ist denn das, ja? Nuggets lieben auch Kinder. Gebt euch gefälligst Mühe und haut nicht so viel Scheiße ins Essen. So, das war mein erstes Wort vom Junkfood-Guru. Und lustigerweise, netterweise machen wir es mit den süßen Nuggets weiter. Die bringen mich dann auch wieder so ein bisschen runter, ne? Ich doch mal. Und die sind so, schaut mal, ganz weich und schaumzuckrig. Und riechen so ein bisschen nach Banane, finde ich. Interessant. Ich beiß jetzt mal rein. Okay. Fast so ziemlich. Fast so zäh, als wenn man Chicken McNuggets über Nacht stehen lässt. Habt ihr schon mal Chicken McNuggets über Nacht stehen gelassen? Macht das bloß nicht. Und versucht sie am nächsten Morgen zu essen. Dann werden sie auch ein wenig zäh. Aber, mein lieber Nugget. Die sind aber lecker. Guck mal, was ist denn hier drin? Fast Naturprodukt. Zucker, Zucker, Zucker. Finde ich gut. Das ist ehrlich. Auf 100 Gramm, auch nur 200. 76 Kalorien. Erstmal aufessen, nicht schmatzen. Oh Gott. Ich hasse das ja, schmatzen. Also schmatzen vor der Kamera. Da kriege ich so eine Gänsehaut. Ich habe mal bei einem Video, glaube ich, geschmatzt und habe ich selber gesehen und gedacht, so Gott. Gruselig. Verdammte Axt, die sind voll lecker. Als Süßigkeit kann ich die hundertprozentig empfehlen. Manche Sachen sehen nur lustig aus und schmecken da nicht. Aber die Frubies Chicken Nuggets aus Schaumzucker. Ganz viel Zucker sind wirklich lecker. Ich weiß gar nicht, was für ein Obst hier drin ist, aber ich habe das Gefühl, die haben so ein bisschen einen leichten Bananentouch gehabt. Ich finde die wirklich cool. Würde ich nochmal essen, kann ich empfehlen. Finde ich 9 von 10 Punkten hier für dieses Produkt. Einfach geil geworden. Vielen lieben Dank, dass es sowas gibt. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben weiterempfehlen. Das war's schon vom Testvideo und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video gesund und munter wieder. Tschüss!